Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metin 2. Ihr seht, ich bin kurz vor Level 29, hatte fast die komplette Zeit, das ist kein Witz. Die Levelwiese da hinten, ihr wisst, wo ich meine, da, wo ist denn das genau? Da müsste das sein, ne? Für mich alleine, bis irgendwann ein Botter kam und meinte, hey, das ist jetzt so mein Gebiet, so nach dem Motto. Naja, und irgendwann, ich hab's noch lange verteidigt, hatte ich dann auch keinen Bock mehr, weil ich hatte eh schon 82%. Dann bin ich hier rübergegangen, hab da hinten so ein bisschen gelevelt und hab dann irgendwann diesen Metenstein hier entdeckt, den ich eigentlich seitdem auch bearbeite. Da sind zwei Botter aktiv, die so gar kein Interesse daran haben. Die haben wohl diese automatische Metin-Suche oder so nicht drin oder nicht aktiviert oder deren Hack hat das nicht, keine Ahnung. Ja, ich mach den seitdem einfach nur ganz gechillt hier runter, werd mit durch das Ding auch Level 29 erreichen. Aber was mir vorhin mal so aufgefallen war, ich frage mich jetzt halt, ist das auch wem von euch aufgefallen? Im letzten Part habe ich das nicht erwähnt, weil ich mir dachte, vielleicht kommt das noch später, aber ich habe schon sogar reconnected und alles. Und es ist nicht da. Und zwar, wenn ich mal Steuerung U drücke, seht ihr die Jinhe und Ayus Sorgen. Das ist eine Quest, die habe ich von Yu Huan vorhin bekommen. Die ist jetzt relativ egal, also ist nicht wichtig. Die habe ich, wie gesagt, noch schon mal angenommen, die werden wir jetzt auch dann demnächst machen. Aber worum es mir eher geht, nach der hat vorhin da hinten schon gebottet, auch da hinten auf den hinter der Levelwiese, da unten, wo ihr wisst, glaube ich, wo, da hat der vorhin gebottet, der Typ. Ja, ich, oder auch wenn ich N drücke, ich habe den Jagdauftrag 28 nicht erhalten. Ich habe Level 8, bin von 27 auf 28 durch die Quest, aber habe den Jagdauftrag nie erhalten. Ich habe schon reconnected und alles und ich erhalte diesen Jagdauftrag halt nicht. Ist ein bisschen doof, ja, klar, jetzt kommen sie alle dazu. Ja. Echt jetzt? Jetzt nehmen wir die Schuriken mit. Das ist mein Löwenplattenpanzer. Ich habe den Stein des Ausweichens. FB habe ich aber halt nicht bekommen. Ja, die Flagge hat das Arsch auch mitgenommen, das war klar. Keine Bonis oder sowas, ne? Nee. Was willst du machen? Ich nehme jetzt einfach alles noch mit. Ah, die Tränke nehme ich hier noch mit. Dann nehme ich jetzt gleich die Tränke hier noch mit. Ah, die nimmt er schon mit. War klar, derjenige, der gar nicht drauf gehauen hat, nimmt Getränke mit. Naja, was will man machen? Das sind halt Idioten. Aber ich habe Level 29 erhalten und habe ich einen Jagdauftrag? Auftrag 29? What? Leute, ich habe nie Jagdauftrag 28 erhalten. Ich habe ihn nie angenommen, ich habe ihn nie abgeschlossen. Ich habe Jagdauftrag 28 übersprungen, der wurde mir einfach nicht angezeigt. What the fuck? Naja, mutige große Orks-Spieler oder mutige große Orks, ist mir ehrlich gesagt ziemlich gleich. Nehmen wir mal einfach hier die Orks-Spieler. Und laber nicht, dass die hier spawnen. Hier spawnen doch keine Orkspäher. Naja, was sollst du tun? Ja, immerhin haben wir einen neuen Jagdauftrag. Dann habe ich Ayus Sohn. Ansonsten sehe ich hier auch nichts aufblinken. Oder? Nee, sonst nichts. Ja, aber what the fuck? Dass ich einfach Jagdauftrag 28 nicht erhalte, ist schon ein bisschen krass. Naja, was will man machen? Ich habe aber ansonsten auch für den Hauptmann oder sonst niemanden irgendwie was erhalten. Das finde ich ein bisschen schade und doof, um ehrlich zu sein. In 6 Minuten läuft meine Waffe aus, also das Leveln dauert echt mittlerweile fucking lange hier auf Map 2. Ich werde mich demnächst mal ins Orktal begeben, wenn ich zurück bin. Und ja, wir begeben uns erstmal auf Map 1 und suchen den Ehemann für die Quest oder was auch immer da ich genau suchen musste. Wir werden es auf jeden Fall finden. Kurz möchte ich noch erwähnt haben, warum ich mich so ein bisschen aufrege, dass mir Jagdauftrag 28 verwehrt wurde. Das hat eigentlich einen relativ einfachen Grund, und zwar einerseits sind das diese 15% Erfahrung. 15% sind in dem Levelbereich dann doch schon fucking viel, also nichts, was man verachten sollte, weil damit hätte ich locker nochmal 10, 20 Minuten gespart. Und halt 10 bis 100.000 Yang, die mir verwehrt wurden, das finde ich halt so ein bisschen schade. Aber was will man machen? Wir haben jetzt hier Ayus Sorgen. Ayus scheint Sorgen zu haben, die sie Yu Huan nicht anvertrauen möchte. Geh zu ihr und sieh nach, ob sie dir gegenüber offener ist. Ayus befindet sich in Pyongmo. Ja, da bin ich ja bereits. Ayus Sorgen. Es ist sehr freundlich von Yu Huan, sich um mich zu sorgen. Ja, es gibt da etwas. Ich wollte nicht darüber reden, aber da der Kummer frisst mich innerlich auf. Es geht um Yang Shin, den Jäger. Er presst mich, seitdem er herausgefunden hat, dass mein Mann Nakayami ein Deserteur ist. Yang Shin droht, ihn zu verraten. Sie werden ihn töten. Diesmal fordert er von mir eine Bärentatze, um sein Schweigen zu wahren. Ich kann aber nicht hier weg und auf die Jagd gehen. Wirst du mir helfen und Yang Shin bringen, was er verlangt? Einmal Bärentatze. Jage dafür Bärer. Ja, eine Bärer mache ich mal eben weg, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Da ich 11 Parts brauche, in etwa,
für die Vorproduktion habe ich hier auch noch zweimal Missionsbücher, was sich im Endeffekt als sehr, sehr gut herausweist, weil, ja, wie soll ich sagen, es ist doof, aber ich bekomme halt keine. Was verkauft der? Plus 6, 2000 Euro, das ist schon nice, das ist schon nice. Würde ich gerne kaufen, bin ich ehrlich, ja, auch wenn die Steindinger drin scheiße sind. Würde ich gerne kaufen, aber Young sagt nein. Was will man dann machen? Klar, es gibt auch bessere, aber so allgemein halt solche Rüstungen. Oder. Oh, ja, schau mal ganz kurz, das war's auch mit meiner Waffe. So, jetzt habe ich eine neue Waffe. Jetzt schauen wir noch ganz kurz, was Jona möchte und dann gehen wir mal eine Bära jagen. Es braucht, wenn du bist. Ist die Frage, was davon ist das Richtige? Ich sag, es braucht nur Porzellan. Mein geliebtes. Ey, komm, Leute. Kommt, Leute. Das lese ich jetzt nicht vor. Aber mit Vergütung habe ich gedrückt. Nur das wertvolle Familienerbstück. Drei Vasen aus Zellat und Porzellan sind zerbrochen. Er glaubt, dass Taurion daran schuld sei. Er geht zu Taurion und stellt ihn zur Rede. Befindet sich im Bakra. Hey Leute, komm, ich reite jetzt nicht nach Bakra. Also ich gehe mir jetzt erstmal eine Runde Bera suchen, bin ich ganz ehrlich. Suchen wir uns erstmal eine Person namens Bera. Naja, was heißt Person? Suchen wir uns den Bär namens Bera, der mit zwei verfluchten Bären rumlaufen wird. Also, mal gucken, ob wir ihn schnell finden. Da haben wir doch direkt auf Channel 6 Bera gefunden. Auf Channel 1 gab es leider keinen Bärer oder kein Ne-Bärer. Klingt für mich nicht eher weiblich. Dementsprechend Channel 6 aber direkt ein Volltreffer. Und mit der Waffe einfach keinen Schaden. Aber ich brauche ganz dringend, wenn ich zurück bin, die Level 30er Waffe. Leider habe ich von Level 30 jetzt aber auch nicht so viel Prozent geschafft. Das heißt, ich muss fast ein komplettes fucking Level dann hier mit der Kriegssense plus 6 machen. Und das ist schon die beste Waffe, die ich gefunden hatte. Leute, die verkaufen einfach keinen. Habe ich die Bärentatze erbeutet. Jetzt muss ich jetzt zurück zu Ayu oder zu Yangshin. Ich glaube zu Yangshin, ne? Die Erpressung. Yangshin befindet sich in Bakra. Ja gut, nach Bakra mussten wir ja, wenn ich mich nicht täusche, eh noch ganz kurz. Da ich jetzt eh einmal in Bakra bin, arbeiten gleich auch wieder beide Punkte ab. Zuerst gehen wir aber zum Jäger, da wir gerade in dem Auftrag noch so ein bisschen drin sind. Den anderen habe ich ja auch nicht wirklich vorgelesen, weil da war mir einfach zu viel Text, aber sorry. Das war ein bisschen doof. Anfangs, ich wollte hier eigentlich eh nicht alles vorlesen und habe mich dann dazu entschieden, bei den Quests eigentlich immer alles vorzulesen, von daher. Du bringst mir Bärentatzen. Du darfst nicht schlecht von mir denken. Wir leben in schweren Zeiten und ich muss sehen, wie ich über die Runden komme. Jetzt, wo das Jagdbild rar geworden ist oder sich durch die Mietensteine in mörderische Bestien verwandelt hat. Das Leben als Jäger ist sehr gefährlich geworden. Bitte richte Ayu aus, dass sie nichts mehr zu befürchten hat. Sie kann sich darauf verlassen, zumindest bis ich wieder etwas brauche. Ja gut, das heißt, lass mich raten, muss zurück zu Ayu. Ja, sieht so aus, oder? Ja, das heißt, gleich nochmal zurück nach Byungmo, nachdem ich mit dem Typen da gesprochen habe, der vermutlich irgendwas weiß, wo ich wieder etwas machen muss. Zerbrochener Porzellan, warum guckst du mich so finster an? Ich habe nichts Böses getan. Was hast du mit Jonas Vasen gemacht? Vasen? Jona? Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Dann erklär mir doch einmal, warum drei von ihnen zu Bruch gegangen sind. Ich schwöre dir, ich halte bla 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 bla. Frage, ich sage die Wahrheit. Wen muss ich jetzt fragen? Die da. Gut, Harang. Ja, frage ich halt Harang, ne? Macht für mich auch keinen Unterschied. Hauptsache, ich frage irgendwen und kriege am Ende meine EXP dafür. Das zerbrochene Porzellan ist das, aber warum hat Torian Angst? Erstmal das zerbrochene Porzellan. Harang, hast du Torian heute gesehen? Torian? Ja, wir haben den ganzen Tag gespielt. Stimmt das nicht? Jona sagt, dass Torian heute drei seiner Vasen zerbrochen haben. Jona ist gemein. Er verjagt Torian und mich schon, wenn wir uns nur bla 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 bla. Ja, lass mich fragen, muss ich jetzt hin? Aussage, er sei unschuldig bestätigt. Man sei da. Der Stallbursche befindet sich im Pyongyo oder Bakra. Ich muss jetzt echt zum Stallburschen. Leute. Was ist denn das für ein Kackauf? Das ist ja Rennauftrag, für den ich vermutlich wieder 1 Milliarde XP bekommen werde. Obwohl ich nichts gemacht habe. Wetten wir. Ich bin echt froh, dass ich mein Pferd mittlerweile habe, weil ansonsten, könnte das echt ein bisschen nervig werden mit der ganzen Lauferei. Ich glaube, der Part hier wird ein bisschen länger. Eventuell teile ich den in zwei, weil ich ja so viele Parts brauche. Ich möchte lernen. Nein? Ja, das.
Ach, der gute Jona. Er sorgt sich um sein Porzellan und verdächtigt die Dorfkinder. Aber sind die Mädchensteine schuld? Seitdem sie das Land vergiften, sind unsere Bodenschätze nicht mehr das, was sie einmal waren. Auch das Porzellan ist brüchig geworden, doch Jona will das nicht wahrhaben. Wenn du etwas Heu für ihn sammelst, könnte er das Porzellan in seine Truhe besser polstern. Auf die Weise kannst du. Wie ich sehe, hast du eine Menge Heu bei dir. Wenn du Jona etwas davon gibst, beruhigt er sich bestimmt. Muss ich jetzt echt was von meinem Heu abgeben? Ey Leute, verarscht mich nicht. Mein wertvolles, wertvolles Heu, das brauche ich. Wie mein Pferd. Du hast genügend Heu für Jona gesammelt. Geh nach Pyongyang und bring es ihm. Ey Leute, wenn der mehr als 4 von den Dingern haben möchte, bin ich sauer, ne? Das sage ich euch aber jetzt schon. Aber naja, was will man machen? Wir müssen eh zurück auf mit Beins, also machen wir das mal eben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe in letzter Zeit so viel am Stück aufgenommen. Eigentlich, ich habe die letzten 2,5 Stunden eigentlich entweder aufgenommen oder hier gezockt im Meeting. Dass ich gerade echt so ein bisschen überfordert bin, wie lange diese aktuelle Aufnahme überhaupt schon läuft. Ich habe keine Ahnung. Für mich so eine gefühlte 1/2 Stunde, aber in Wirklichkeit vermutlich erst 5 Minuten. Aber naja. Du bist unser Retter. Ich bin so unendlich dankbar. Jen, nimm all mein Yang. Es ist nicht viel, aber du hast es dir richtig verdient. Vielen Dank, ich kann es gut gebrauchen. Nein, das kann ich nicht annehmen. Aber soll ich jetzt das Yang nehmen oder soll ich es nicht nehmen? Was kriege ich, wenn ich es nicht nehme? Boah, kacke, das ist jetzt so eine Sache. Vermutlich, ich bekomme entweder gar nichts und das ist so eine Verarsche oder ich bekomme irgendwas. Wie viel? Habe ich gerade 500.000 Erfahrungspunkte bekommen? Ja, na, es sind 40.000 Yang. Ja, vermutlich. Also ich kann mir vorstellen, dass, weil ich auf Ja gedrückt habe, vermutlich jetzt irgendwann so eine Quest, die so richtig viel bringt, nicht bekommen werde oder irgendwie sowas. Ja, immerhin, ich konnte die Erfahrungspunkte echt ganz gut gebrauchen, da muss ich ganz ehrlich sein. Bei 25%, die ich nicht leveln muss, sondern einfach so bekomme, das ist nice, Leute, das ist echt nice. Wie gesagt, ich befürchte nur, dass ich mir damit jetzt irgendeine andere Quest oder was versaut habe und sie dann gesagt hätte oder sonst, hey, doch, hier, nehmen und es wäre sogar noch mehr gewesen. Im Endeffekt muss ich das gleich mal nachschauen in der Wiki. Du hast das zerbrochene Porzellan. Doch jetzt nicht der Schuldige. Die Strahlung der Mädchenscheine hat das Porzellan brüchig gemacht. Sagst du das? Ist kompletter Unsinn. Der kleine Nichtsnutz hat dich angelogen. Taroy hat heute den ganzen Tag mit Tarang im Heuschober gespielt. Ich soll dich von deinem Freund, dem Stallburschen, schön grüßen. Und ich habe dir etwas Heu mitgebracht, damit du deine Vasen besser schützen kannst. 38.000 Jahren. Echt nur 38? Und Erfahrung, Leute. Leute. Das war wieder Erfahrung. Yang und Erfahrung. Nice. Das heißt, wir haben, Leute, wir haben jetzt einfach mal 60, wir haben durch diese 2 kleinen Quests 60% der Erfahrung bekommen. Dafür würde ich da locker auf dem 2 eine Stunde stehen und leveln. Und da reite ich lieber die paar Minuten teurer bei Musik, wenn ich nicht aufnehme. Also Leute, echt mal, das ist so geil. Naja, wir beenden die Aufnahme dann jetzt aber auch heute auch an der Stelle und wir haben nämlich noch mehr Erfahrung bekommen, als wir eigentlich gedacht haben. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann, ciao. Noch ein ganz kurzer Nachtrag zum Video. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, hätte ich Nein gedrückt, dass ich anstelle der 40.000 Yang und 500.000 Erfahrungspunkte 850.000 Erfahrungspunkte gebracht. Also ich hatte die Wahl sozusagen 350.000 Erfahrungspunkte mehr oder 40.000 Yang, wo die Erfahrung eigentlich sozusagen mehr wert ist. Aber das Yang kann ich auch gerade am Anfang gut gucken. Also alles gut. Bis zum nächsten Mal.